1925 hielt der berühmte Mathematiker David Hilbert einen Vortrag mit dem Titel Über das Unendliche, in dem er unter anderem die folgenden Sätze sagte: Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können. Seine Theorie der transfiniten Zahlen erscheint mir die bewundernswerteste Blüte des menschlichen Geistes und überhaupt eine der höchsten Leistungen rein verstandesmäßiger menschlicher Tätigkeit. Der Mathematiker, der von Hilbert derart gefeiert wurde, war der deutsche Georg Cantor, der ein paar Jahre vorher gestorben war. Er ist insbesondere als Begründer der Mengenlehre in die Geschichte eingegangen. Wenn man heutzutage Mathematik studiert, dann ist man mit den Grundlagen der Mengenlehre vertraut und merkt schnell, dass sie die Sprache der Mathematik ist. Ob es um Gruppen, Vektorräume, Körper, Halbordnung oder topologische Räume geht, alle mathematischen Strukturen, mit denen man es zu tun bekommt, werden durch Mengen definiert. Trotzdem wird den wenigsten zunächst klar sein, warum man in diesem Zusammenhang von einer der höchsten Leistungen rein verstandesmäßiger menschlicher Tätigkeit sprechen sollte. Sind Mengen als Zusammenfassungen von Objekten nicht eine recht banale Idee? Entscheidend ist in diesem Zusammenhang das von Hilbert verwendete Adjektiv transfinit, das so viel bedeutet wie über das Endliche hinausgehend. Cantor hatte es gewagt, unendliche Phänomene als mathematische Objekte zu untersuchen und war damit quasi ungeplant zum Revolutionär geworden. Er hatte Denkverbote missachtet, die seit der Antike niemand in Frage gestellt hatte. In meinem Video über das Kontinuum bin ich auf die philosophischen Standpunkte, die hier aufeinander trafen, näher eingegangen. Zur Geschichte will ich nur noch ergänzen, dass Cantor die ihm gebührende Anerkennung, die aus Hilberts Worten spricht, erst gegen Ende seines Lebens erhalten hat. Vorher war er wegen seiner Ideen vielfältigen Anfeindungen ausgesetzt und hat darunter sehr gelitten. Es kam noch hinzu, dass er in der zweiten Hälfte seines Lebens an manischer Depression erkrankte. Als er 1918 in Halle in einem Sanatorium starb, in dem er sich zum wiederholten Male deswegen in Behandlung befand, war er wahrscheinlich kein glücklicher Mensch. Jedenfalls kristallisiert sich das Umstürzlerische von Cantors Gedanken insbesondere in den sogenannten Kardinalzahlen. Über die hatte ich schon seit längerem ein Video angekündigt und das sehen Sie nun. Wie üblich werde ich die Materie nicht so gründlich und präzise angehen, wie man es im Rahmen einer Vorlesung im Mathestudium macht. Und die meisten Aussagen werde ich auch nicht beweisen, weil sich nach meiner Meinung ein Video dafür nicht eignet. Ganz abgesehen davon, dass die Zeit dafür auch nicht reichen würde. Ich will aber auch nicht nur ein paar Bildchen zeigen und wüste Behauptungen aufstellen. Solche Videos gibt es ja schon genügend auf YouTube. Deshalb wäre es zumindest hilfreich, wenn Sie ein bisschen Vorwissen mitbringen würden. Wahrscheinlich kann man einen Großteil des folgenden Videos auch so verstehen, aber mit einem gewissen Hintergrund hat man sicher mehr davon. Dafür habe ich 5 Videos von mir herausgegriffen, die ich für den Fall empfehlen würde, dass Ihnen zwischendurch bestimmte Begriffe oder Konzepte unbekannt sind. Sinnvoll könnte ein Rückgriff auf diese Videos auch dann sein, wenn es Ihnen hier und heute zu schnell oder zu oberflächlich sein sollte. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich das entsprechende Thema an anderer Stelle schon ausführlicher behandelt habe. Links dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Im ersten Video geht es um den Ansatz, Mengenlehre axiomatisch anzugehen, um Widersprüche zu vermeiden. Das nahm erst nach Cantors Tod so richtig Fahrt auf, aber ich möchte Ihnen natürlich die moderne Sichtweise vorführen, die vom historischen Ballast befreit ist. Im zweiten Video geht es um das berüchtigte Auswahlaxiom, das zwar für Teile der Theorie der Kardinalzahlen nicht unbedingt notwendig ist, ohne dass man aber, wie wir noch sehen werden, nicht jeder Menge eine Kardinalzahl zuordnen kann. Im dritten Video wird erklärt, was Ordinalzahlen sind. Das ist deshalb wichtig, weil Kardinalzahlen, wie wir auch gleich sehen werden, Ordinalzahlen sind. Im vierten Video geht es um ein wichtiges Hilfsmittel, mit dem man die Mächtigkeiten von Mengen vergleichen kann. Und das fünfte hier gezeigte Video ist eines von mehreren, die auf unterschiedliche Art und Weise den Satz von Cantor begründen, der im Verlauf dieses Videos dafür sorgen wird, dass es beliebig große Kardinalzahlen gibt. Sein Beweis beruht auf dem sogenannten zweiten Diagonalargument. Um die Vorgehensweise von Cantor zu motivieren, setze ich ein didaktisches Hilfsmittel ein, das ich schon öfter verwendet habe. Es wird bei allen folgenden Schritten darum gehen, Konzepte, die uns im endlichen Fall vertraut sind, sinnvoll auf unendliche Mengen zu übertragen. Dabei steht man immer vor dem Problem, dass man die Elemente von endlichen Mengen zählen und dann einfach mit natürlichen Zahlen hantieren kann. Bei unendlichen Mengen ist Zählen unmöglich und man muss einen adäquaten Ersatz finden. Die erste Frage ist, wie man die Größen von Mengen vergleicht. Im endlichen Fall kann man die Elemente beider Mengen zählen und die Zahlen vergleichen. Wie kann man das ohne Zählen hinbekommen?
indem man die Elemente einander paarweise zuordnet. Man sieht anhand der eingezeichneten Pfeile hier sofort, dass es oben mehr Gummibärchen als unten gibt, obwohl einem das vielleicht sonst nicht sofort aufgefallen wäre. Diese paarweise Zuordnung ist in der mathematischen Fachsprache eine bijektive Abbildung von der einen Menge auf die andere. Und die Existenz einer solchen Abbildung verwendet man nun, um zu definieren, wann man zwei Mengen als gleichmächtig bezeichnet. Der Begriff ist also so gewählt, dass zwei endliche Mengen genau dann gleichmächtig sind, wenn sie dieselbe Anzahl von Elementen haben. Für unendliche Mengen ist es zunächst nur eine Definition, die aber angesichts der endlichen Analogie sinnvoll erscheint. Man kann nun zeigen, dass die Relation der Gleichmächtigkeit sich wie eine Äquivalenzrelation verhält. Ich sage vorsichtshalber nicht, dass es eine Äquivalenzrelation ist, weil die Klasse aller Mengen ja keine Menge ist. Wichtig ist aber, dass man die drei Eigenschaften, die hier stehen, beweisen muss. Die Beweise sind nicht schwer, aber wenn Sie Mathematik studieren und Ihnen nicht klar ist, dass man hier etwas beweisen muss und was man beweisen muss, dann sollten Sie tief Luft holen, das Video anhalten und scharf nachdenken. Sind zwei endliche Mengen nicht gleich groß, dann kann man immer eine injektive Abbildung von der kleineren in die größere angeben. Man versucht quasi eine Bijektion zu erreichen und hört dann auf, wenn eine von beiden Mengen ausgeschöpft ist. Auch dieses Konzept überträgt man auf beliebige Mengen, die nicht notwendig endlich sein müssen. Das Relationszeichen, das wir für dieses Video verwenden, bedeutet also für endliche Mengen, dass A zumindest nicht mehr Elemente als B hat. Auch hier verwenden wir die endliche Situation als Analogie für die unendliche. Und diese Relation verhält sich wie eine Halbordnung. Im Gegensatz zu den obigen drei Eigenschaften ist aber die Antisymmetrie alles andere als trivial, jedenfalls nicht für unendliche Mengen. Es handelt sich dabei um den Satz von Cantor Bernstein, auf den eines der vorhin genannten Videos näher eingeht. Es stellt sich natürlich die Frage, ob wir es mit einer linearen Ordnung zu tun haben, das heißt, ob die Relation total ist. Auch das ist keine triviale Frage, sondern sie führt direkt in das Dickicht der Mengenlehre. Die Antwort ist, dass das dann und nur dann der Fall ist, wenn das Auswahlaxiom gilt. Ohne Auswahlaxiom muss man also damit rechnen, dass es Mengen gibt, deren Größen man in diesem Sinne gar nicht vergleichen kann. Weder sind sie gleichmächtig, noch ist eine von beiden in dem Sinne kleiner als die andere, dass man sie injektiv in diese abbilden könnte. Nachdem wir nun eine Arbeitsgrundlage für den Größenvergleich von Mengen haben und wir diese zumindest mit dem Auswahlaxiom der Größe nach anordnen können, versuchen wir auch für unendliche Mengen so etwas wie eine Maßzahl für deren Größe zu finden. Für endliche Mengen wissen wir ja, wie das geht. Die Menge, die wir hier sehen, hat beispielsweise 14 Elemente, wie man durch Abzählen ermitteln kann. Ich habe absichtlich mit dem Zählen bei 0 angefangen, weil wir dann mit der Nase auf die von Neumann-Definition der natürlichen Zahlen gestoßen werden. Die Menge der Zahlen von 0 bis inklusive 13, die wir hier sehen, ist nach dieser cleveren Definition die Zahl 14. Eine Menge, die 14 Elemente hat, lässt sich also bijektiv auf die Zahl 14 abbilden. Und natürlich findet man auch zu jeder anderen endlichen Menge genau eine natürliche Zahl, auf die sie sich bijektiv abbilden lässt. So etwas suchen wir, wie gesagt, auch für unendliche Mengen. Es liegt nahe, dafür die Ordinalzahlen unter die Lupe zu nehmen. Die Idee ist grundsätzlich auch richtig, aber es kommen dafür nicht alle Ordinalzahlen in Frage. Die Skizze unten macht zum Beispiel deutlich, dass man ganz leicht eine Bijektion zwischen Omega und Omega plus 1 angeben kann. Die beiden Zahlen haben also dieselbe Mächtigkeit und daher kann nur eine von beiden, wenn überhaupt, die gesuchte Maßzahl für Mengen dieser Mächtigkeit sein. Wenn Sie das Video über Ordinalzahlen gesehen haben, dann erinnern Sie sich vielleicht, dass wir dort eine fast unüberschaubare Menge von Ordinalzahlen kennengelernt haben, die alle abzählbar waren, die also alle dieselbe Mächtigkeit wie Omega haben. Die mathematisch offensichtliche Definition, die sich auch als die richtige herausstellt, ist nun die, sich jeweils die kleinste Ordinalzahl herauszusuchen, wenn es mehrere Gleichmächtige gibt. Wir nennen eine Ordinalzahl eine Kardinalzahl, wenn jede kleinere Ordinalzahl eine kleinere Mächtigkeit hat. Nach dieser Definition sind also alle Kardinalzahlen Ordinalzahlen, aber nicht alle Ordinalzahlen sind Kardinalzahlen. Wir werden für den Rest des Videos die folgende Konvention verwenden, die allgemein üblich ist. Für beliebige Ordinalzahlen, die auch Kardinalzahlen sein können, verwenden wir kleine griechische Buchstaben. Für Kardinalzahlen verwenden wir die Buchstaben ab Kappa. Wir werden gleich noch sehen, dass so eine Konvention wichtig ist. Noch ist nicht völlig klar, was wir mit Kardinalzahlen machen können, aber wir halten zunächst ein paar Eigenschaften fest. Erstens eine ganz einfache, auf die man aber zumindest hinweisen sollte. Wenn bezüglich der Ordnungsrelation unter den Ordinalzahlen Alpha kleiner gleich Beta gilt,
dann kann man natürlich Alpha injektiv nach Beta abbilden. Das ist trivial, weil Alpha kleiner gleich Beta gleichbedeutend damit ist, dass Alpha eine Teilmenge von Beta ist. Insbesondere heißt das, dass auch ohne Auswahlaxiom zwei Ordinalzahlen bezüglich ihrer Mächtigkeit immer vergleichbar sind. Zweitens gibt es zu jeder Ordinalzahl Alpha eine Kardinalzahl, die zu ihr gleichmächtig ist. Ist Alpha selbst keine Kardinalzahl, dann gibt es nach Definition des Begriffs eine kleinere Ordinalzahl Beta, die gleichmächtig zu Alpha ist. Ist das immer noch keine Ordinalzahl, so gibt es eine noch kleinere Ordinalzahl, die gleichmächtig zu Beta ist und so weiter. Aber das muss irgendwann aufhören, weil Alpha wohlgeordnet ist. Die Ordinalzahl, bei der man aufhören muss, ist die gesuchte Kardinalzahl. Drittens sind natürlich alle natürlichen Zahlen Kardinalzahlen, denn zwei verschiedene natürliche Zahlen lassen sich nicht bijektiv aufeinander abbilden. Und viertens ist offensichtlich auch Omega eine Kardinalzahl, denn die kleineren Ordinalzahlen sind alle natürliche Zahlen und keine von denen kann man bijektiv auf Omega abbilden. Omega ist damit die kleinste unendliche Kardinalzahl. Gibt es überhaupt noch andere unendliche Kardinalzahlen? Ja. Diese Aussage ist jedoch nicht offensichtlich und der Beweis erfordert etwas Arbeit. Es handelt sich um einen Satz, der nach dem deutschen Mathematiker Fritz Hartogs benannt ist und der besagt, dass man zu jeder vorgegebenen Ordinalzahl Alpha eine Kardinalzahl finden kann, die größer als Alpha ist. Ich hätte den Beweis hier ohnehin nicht vorgeführt, aber wir können ihn uns auch deshalb sparen, weil wir gleich noch eine andere Begründung zur Verfügung haben werden. Erwähnenswert ist der Satz deshalb, weil man ihn, wie übrigens auch alle anderen Aussagen auf dieser Folie, ohne das Auswahlaxiom beweisen kann. Vom spartanischen Leben ohne Auswahlaxiom verabschieden wir uns aber für den Rest des Videos, weil das Arbeiten mit Kardinalzahlen ohne Auswahlaxiom nicht viel Spaß macht. Alles, was folgt, spielt sich also im Axiomensystem ZFC ab. Dann kann man für jede Menge A eine Kardinalzahl Lambda finden, sodass A und Lambda gleichmächtig sind. Das liegt daran, dass aus dem Auswahlaxiom der Wohlordnungssatz folgt. Man kann A also wohlordnen und A ist damit isomorph zu einer Ordinalzahl Alpha, denn das ist ja der Job der Ordinalzahlen. Der Isomorphismus zwischen A und Alpha ist aber insbesondere eine Bijektion und zu Alpha finden wir, siehe letzte Folie, eine gleichmächtige Kardinalzahl. Das ist nun die Maßzahl, die wir gesucht haben. Wir nennen sie die Mächtigkeit oder die Kardinalität von A. Typischerweise schreibt man als Symbol für diese Zuordnung Betragsstriche um A herum. Manchmal findet man aber auch die etwas hässlichere Schreibweise, bei der vor A eine Raute gesetzt wird. Hier drei Beispiele. Die ersten beiden sind natürlich trivial. Allerdings geben sie mir die Gelegenheit, auf das Adjektiv endlich von der letzten Folie einzugehen. Da habe ich das nämlich nur informell verwendet. Eigentlich muss man das definieren. Und die naheliegende Definition ist, dass man eine Menge als endlich bezeichnet, wenn ihre Kardinalzahl eine natürliche Zahl ist. Es gibt andere Definitionen von Endlichkeit, wie zum Beispiel Dedekind-Endlichkeit, in denen keine Kardinalzahlen vorkommen, aber auf diese technischen Details werde ich hier verzichten. Das dritte Beispiel ist übrigens keineswegs trivial, sondern eine Kurzschreibweise von Cantors berühmtem Resultat, dass die Menge der rationalen Zahlen abzählbar ist. Das ist das sogenannte erste Diagonalargument. Das zweite Diagonalargument führt, wie bereits erwähnt, zu dem noch wichtigeren Satz von Cantor, der besagt, dass man zu jeder Menge eine Menge angeben kann, die eine größere Mächtigkeit haben muss, nämlich ihre Potenzmenge. Auf die Videos zu diesem Satz hatte ich vorhin hingewiesen. Das ist die Alternative zum Satz von Hartogs, die ich vorhin meinte. Obwohl der Satz von Cantor im gewissen Sinne schwächer als der von Hartogs ist, ist er die eigentliche Sensation, denn er ist älter und er brachte zu der Zeit, als Cantor ihn bewies und publizierte, etwas zum Ausdruck, was vielleicht noch nie ein Mensch vor ihm gedacht hatte, dass es in einem mathematisch präzisen Sinne mehr als eine Stufe der Unendlichkeit gibt. Damit eröffneten sich der Mathematik ganz neue Welten und es ergaben sich, wie wir gleich sehen werden, auch ganz neue Fragen. Zuvor noch etwas Notation. Die Folge der unendlichen Kardinalzahlen taufte Cantor Aleph 0, Aleph 1 und so weiter. Alle Mathematiker müssen das griechische Alphabet kennen. Wenn man sich näher mit Mengenlehre beschäftigt, dann braucht man aber zusätzlich noch ein paar hebräische Buchstaben. Es bleibt nämlich in der fortgeschrittenen Theorie der Kardinalzahlen nicht beim Aleph, sondern es kommen auch Bet und Gimel und manchmal auch Dalet vor. Und wie ich an anderer Stelle schon sagte, ist die Kardinalzahl Aleph 0 vielleicht das mathematische Objekt mit den meisten Namen, weil sie je nach Kontext auch Omega als Ordinalzahl oder N als Menge der natürlichen Zahlen genannt wird. Die obige Aussage über die Mächtigkeit der Menge der rationalen Zahlen habe ich übrigens korrigiert. Vorher war es rein technisch nicht falsch, aber zumindest unüblich. Wie muss man sich die Ansammlung aller Kardinalzahlen vorstellen?
Die Antwort ist, dass sie zumindest von ihrer Ordnungsstruktur wie die Klasse aller Ordinalzahlen aussieht. Wir wissen bereits, dass die Vereinigung einer beliebigen Menge von Ordinalzahlen wieder eine Ordinalzahl ist, die zudem noch ihr Supremum ist. Handelt es sich um eine Menge von Kardinalzahlen, so kann man sogar zeigen, dass dieses ordinale Supremum eine Kardinalzahl ist und damit auch das kardinale Supremum. Daraus folgt dann unmittelbar, dass die Klasse aller Kardinalzahlen eine echte Klasse sein muss. Denn sonst müsste diese ja ein Supremum haben und man käme auf denselben Widerspruch wie beim Burali-Forti-Paradoxon. Entfernt man die Menge der endlichen Kardinalzahlen, so ist der Rest, die Klasse der unendlichen Kardinalzahlen, natürlich immer noch eine echte Klasse. Diese Klasse muss bezüglich der Ordnung isomorph zur Klasse aller Ordinalzahlen sein. Natürlich beweise ich das hier nicht, aber wenn Sie das interessiert, dann schlagen Sie mal das Stichwort Mostowski-Kollaps nach. Den eindeutig bestimmten Ordnungsisomorphismus nennt man Aleph. Das ist die offizielle Definition der Aleph-Funktion, die ich auf der letzten Folie bereits informell eingeführt hatte. Unten sehen wir eine grobe Skizze der ersten Kardinalzahlen. Es geht los mit den natürlichen Zahlen und dann folgt Omega als erste unendliche Kardinalzahl, die in dieser Rolle Aleph 0 genannt wird. Bis zu diesem Punkt stimmen die Kardinalzahlen mit den Ordinalzahlen überein. Dann kommt aber der große Sprung. Die nächste Kardinalzahl ist Aleph 1 und zwischen Aleph 0 und Aleph 1 liegen überabsehbar viele Ordinalzahlen, die keine Kardinalzahlen sind. Die im gewissen Sinne unvorstellbar große Zahl Epsilon 0, die wir aus dem Video über Ordinalzahlen kennen, ist in der Welt der Kardinalzahlen ein ganz kleines Licht, ein Staubkörnchen zwischen den beiden ersten unendlichen Kardinalzahlen. Die quasi typischen Kardinalzahlen nennt man Nachfolgerkardinalzahlen. Sie tauchen immer als nächstgrößere hinter einer anderen auf. Aleph 1 ist der Nachfolger von Aleph 0, Aleph 4 ist der Nachfolger von Aleph 3 und so weiter. Man schreibt dafür oft ein hochgestelltes Pluszeichen. Die anderen Kardinalzahlen sind die, die nicht Nachfolger einer Kardinalzahl sind. Man nennt sie Limes-Kardinalzahlen. Das ist ein Konzept, das wir in ähnlicher Form schon von den Ordinalzahlen kennen. Aleph 0 und Aleph Omega sind die beiden kleinsten Limes-Kardinalzahlen. Beachten Sie aber, dass alle unendlichen Kardinalzahlen natürlich Limes-Ordinalzahlen sind. Das sind unterschiedliche Begriffe. Und wie üblich hat die 0 eine Sonderrolle, weil sie weder Nachfolger noch Limes-Kardinalzahl ist. Dies scheint mir der richtige Moment zu sein, wie im Ordinalzahl-Video noch einmal auf den Unterschied zwischen dem ordinalen und dem kardinalen Aspekt einzugehen. Solange man sich nur mit endlichen Mengen beschäftigt, ist der nämlich sehr subtil. Man kann wohl sagen, dass vor Georg Cantor niemand diesen Unterschied mathematisch herausgearbeitet hat. Wenn man wissen will, wie viel man von etwas hat, dann zählt man. Das ist der kardinale Aspekt. Hier zähle ich beispielsweise bis 4. Und dabei ist es egal, wie ich zähle. Es kommt immer 4 heraus. Wenn ich hingegen sortiere, dann spielen die Zahlen nicht die Rollen 1, 2 und 3, sondern sie stehen für Erstes, Zweites und Drittes. Und bei anderer Zuordnung dieser Zahlen ergibt sich eine andere Sortierung. Im Endlichen fallen uns diese beiden unterschiedlichen Funktionen der natürlichen Zahlen jedoch in der Regel nicht auf. Es gibt zwar 24 Möglichkeiten, 4 Objekte zu sortieren, aber es läuft immer auf denselben Ordnungstyp hinaus. Wir brauchen für 4 Objekte eine Kardinalzahl und auch nur eine Ordinalzahl und praktischerweise ist es beide Male dieselbe Zahl, dasselbe mathematische Objekt. Wenn man unendlich viele Objekte sortiert, dann gibt es jedoch nicht nur unendlich viele Anordnungen, diese Anordnungen unterscheiden sich auch noch substanziell, in dem Sinne, dass sie nicht alle isomorph sind. Daher braucht man viele verschiedene Ordinalzahlen. Hat man ein größtes Element, hat das größte Element einen direkten Vorgänger und so weiter. Man kommt aber für eine feste Menge nach wie vor mit einer Kardinalzahl aus, weil es weiterhin egal ist, in welcher Reihenfolge man zählt. Kommen wir aber nun zum Rechnen mit Kardinalzahlen, also zur Kardinalzahlarithmetik. Die Rechenoperationen für Ordinalzahlen wurden derart definiert, dass man jeweils aus 2 Ordinalzahlen, die ja Wohlordnungen sind, eine neue Wohlordnung konstruiert hat und deren Ordnungstyp dann das Ergebnis war. Für Kardinalzahlen ist es im Prinzip noch einfacher und naheliegender. Man bastelt sich aus 2 Mengen eine neue, deren Mächtigkeit das Resultat der Operation sein soll. Fangen wir mit der Addition an. Wenn man eine Menge mit 4 und eine mit 2 Elementen hat, die stellvertretend für die Kardinalzahlen 4 und 2 stehen, dann soll deren Summe natürlich 6 sein. Und die erhält man als Mächtigkeit der Vereinigung. Das ist eigentlich schon alles. Es gibt lediglich noch eine kleine technische Hürde. Es kann Doppelungen geben, Elemente, die in beiden Mengen auftreten.
Bei der Vereinigung würden die nur einfach gezählt werden und das Ergebnis verfälschen. Das Problem löst man dadurch, dass man die Elemente der beiden Mengen künstlich unterscheidbar macht. Ich habe das hier grafisch dadurch angedeutet, dass ich die beiden Mengen unterschiedlich gefärbt habe. Sieht man Zahlen unterschiedlicher Farbe grundsätzlich als verschieden an, dann verschwinden keine Elemente und die Vereinigung liefert die Summe, die wir haben wollten. In diesem Fall 4 plus 3. In der Praxis macht man das allerdings nicht mit dem Buntstift, sondern durch Paarbildung. Alle Elemente der einen Menge bekommen beispielsweise eine 0 angehängt und alle der zweiten eine 1. Dadurch ist die gewünschte Unterscheidbarkeit garantiert. Das nennt man die disjunkte Vereinigung der beiden Mengen und schreibt sie oft mit einem eckigen Vereinigungssymbol. Nebenbei kann man noch anmerken, dass die 0 und die 1 natürlich willkürlich gewählt sind und dass man das nicht einmal unbedingt mit Paaren machen muss. Wenn Sie mein kürzlich hochgeladenes Video über Kategorientheorie angeschaut haben, dann werden Sie sehen, dass es hier eigentlich um eine sogenannte universelle Eigenschaft geht, die man in dieser Theorie übrigens Koprodukt nennt. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir brauchen nur, dass man jetzt die Summe zweier Kardinalzahlen als die Mächtigkeit ihrer disjunkten Vereinigung definieren kann. Wie üblich liefert das für endliche Mengen das, was wir erwarten würden und bietet sich daher als Verallgemeinerung für beliebige Mengen an. Beachten Sie, dass wir hier und auch auf den nächsten Folien implizit immer ausnutzen, dass wir das Auswahlaxiom zur Verfügung haben, denn sonst könnten wir nicht so einfach von der Mächtigkeit der disjunkten Vereinigung sprechen. Nun wird allerdings unsere Konvention von vorhin wichtig. Wie so oft in der Mathematik ist man nachhaltig und verwendet ein und dasselbe Symbol für verschiedene Zwecke. Das Pluszeichen steht für die kardinale, aber auch für die ordinale Addition. Daher ist unsere Konvention folgendermaßen zu verstehen. Wenn sowohl links als auch rechts vom Pluszeichen griechische Buchstaben stehen, die für Kardinalzahlen reserviert sind, dann ist die kardinale Addition gemeint, andernfalls die ordinale. So werden Sie es auch in den meisten Büchern finden. Und das gilt ebenfalls für Multiplikation und Exponentiation, die wir gleich einführen. Sie können sich wahrscheinlich schon denken, wie die Multiplikation gemeint sein soll. Hier haben wir zwei kleine Mengen, deren Mächtigkeiten multipliziert werden sollen. Und dafür nehmen wir natürlich das Mengenprodukt der beiden Mengen, das nicht ohne Grund Produkt heißt. Hier würde sich zum Beispiel 3 mal 4, also 12, ergeben. Erneut ist die Definition ganz simpel. Das Produkt der Kardinalzahlen Kappa und Lambda ist die Mächtigkeit des Mengenproduktes von Kappa und Lambda. Nun fehlt nur noch das Potenzieren. Wir sehen wieder ein Beispiel mit zwei kleinen Mengen und in diesem Fall suchen wir eine passende Mengenoperation, die 2 hoch 3, also 8, ergibt. Das ist die Menge aller Abbildungen von der einen Menge in die andere, wie man aus der Kombinatorik weiß. Und damit hat man auch die dritte Rechenoperation für Kardinalzahlen auf natürliche Art und Weise definiert. Übrigens kennen Sie für die Menge aller Funktionen von b nach a vielleicht eher die Schreibweise, in der der Exponent rechts oben steht. In der Mengenlehre verwendet man aber häufig diese hier und an der Definition kann man erkennen, warum man das macht. Es gibt einen wichtigen Zusammenhang zwischen der Potenz, die wir gerade definiert haben, und der Teilmengenrelation, der im gewissen Sinne der Hauptgrund für das ist, was die Kardinalzahlarithmetik interessant macht. Wenn ich eine Menge wie diese hier habe, wie kann ich deren Teilmengen zählen? Für endliche Mengen kennen Sie das wahrscheinlich schon, aber es ist hilfreich, sich das noch einmal zu vergegenwärtigen. Nehmen wir als Beispiel die hier angedeutete Teilmenge. Die entscheidende Beobachtung ist, dass man Mengenzugehörigkeit durch eine ganz simple 0-1-Unterscheidung ausdrücken kann, bei der diese beiden Zahlen wie Wahrheitswerte behandelt werden. 1 steht für gehört dazu und 0 für gehört nicht dazu. Und das wiederum kann man als Funktion von dieser Teilmenge in die Menge interpretieren, die aus den Elementen 0 und 1 besteht. Zur Erinnerung habe ich unten noch einmal hingeschrieben, dass diese Menge in der Definition nach von Neumann den Namen 2 hat. Man nennt so etwas die charakteristische Funktion oder die Indikatorfunktion der Teilmenge. Damit hat man eine eindeutige Zuordnung zwischen Teilmengen und charakteristischen Funktionen. Nicht ohne Grund nennt man die Menge aller Teilmengen von A die Potenzmenge von A. Ihre Mächtigkeit ist nach dieser Überlegung die Potenz von 2, deren Exponent die Mächtigkeit von A ist. In manchen Büchern findet man daher auch die Schreibweise 2 hoch A für die Potenzmenge von A. Wir halten an dieser Stelle fest, dass wir dadurch den schon mehrfach erwähnten Satz von Cantor als Aussage über das Rechnen mit Kardinalzahlen formulieren können. Er besagt in dieser Form, dass für jede Kardinalzahl Lambda die Potenz 2 hoch Lambda echt größer als Lambda ist. Wenn man nun die drei grundlegenden Rechenoperationen von den natürlichen Zahlen auf die Kardinalzahlen ausgedehnt hat, dann will man natürlich wissen, inwieweit das neue Rechnen mit dem alten übereinstimmt oder von ihm abweicht. Zunächst stellt man fest, dass sich für die natürlichen Zahlen gar nichts ändert.
Kardinale Arithmetik auf den natürlichen Zahlen ist wie ordinale Arithmetik auf den natürlichen Zahlen und beide benehmen sich exakt so, wie wir es schon aus der Grundschule kennen. Wenn es keine weiteren Zahlen gäbe, könnte das ein Indiz dafür sein, dass das Einführen der neuen Operationen vielleicht eine sinnlose Fingerübung war. Eigentlich ist es aber eher eine gute Nachricht, die uns signalisiert, dass die neuen Definitionen unsere Intuition aus dem Endlichen korrekt fortschreiben könnten. Und natürlich gibt es im Unendlichen signifikante Unterschiede zwischen dem Rechnen mit Ordinalzahlen und dem mit Kardinalzahlen. Ein erster, ganz wesentlicher ist, dass Addition und Multiplikation von Kardinalzahlen sich bis auf die Existenz von inversen Elementen wie die Operationen in einem Körper verhalten. Insbesondere sind beide Verknüpfungen kommutativ, was bekanntlich bei den ordinalen Operationen nicht der Fall ist. Und auch sonst gelten viele Rechenregeln, die wir von den natürlichen Zahlen kennen, auch für beliebige Kardinalzahlen. Drei davon zeige ich hier exemplarisch. Nichts von dem, was auf dieser Folie steht, werde ich beweisen, aber die Beweise sind alle nicht schwer und dienen häufig als Übungsaufgaben in Einführung zur Mengenlehre. Es geht eigentlich immer nur darum, eine geeignete Bijektion zu finden und dafür gibt es typischerweise eine kanonische Wahl. Aber im Unendlichen muss die Arithmetik sich natürlich anders verhalten als das kleine Einmaleins. Einen der wesentlichen Unterschiede hat, wie viele andere Fakten aus diesem Video, zuerst Cantor bemerkt. Und er hat ihn damals, das war 1877, so sehr überrascht, dass er, nachdem er die Aussage bewiesen hatte, einen Brief an Richard Dedekind mit der Bitte schrieb, den Beweis zu überprüfen und der Bemerkung, ich sehe es, aber ich kann es nicht glauben. Dabei ging es um etwas, das uns anderthalb Jahrhunderte später nicht mehr so vom Hocker reißt. Das zeigt aber nur, wie tief die damals revolutionären Erkenntnisse von Cantor in die moderne Mathematik eingesickert sind. Cantor hatte sich davon überzeugt, dass ein Quadrat dieselbe Anzahl von Punkten hat wie eine Strecke. Als konkretes Beispiel dafür zeige ich rechts das Intervall von 0 bis 1 auf der Zahlengeraden und links das Mengenprodukt dieses Intervalls mit sich selbst in der euklidischen Ebene. Wir kennen heutzutage Funktionen wie die Hilbert-Kurve, die diese Strecke sogar stetig und surjektiv auf das Quadrat abbilden. Aber eigentlich sollte uns das nach wie vor überraschen. Immerhin hat das Quadrat einen klar definierten Flächeninhalt, während die Strecke als Objekt in der Ebene keine Ausdehnung hat. Warum sollten diese beiden Punktmengen gleich groß sein? Eine mögliche Antwort ist, dass Mächtigkeit keine geometrische Bedeutung hat. Es gibt andere Mittel und Wege, die Größen von Punktmengen zu vergleichen. Ich verweise dazu zum Beispiel auf mein Video zum Maßproblem. Hier soll es aber darum gehen, warum die beiden Mengen gleichmächtig sind. Wir müssen dafür eine bijektive Zuordnung zwischen den Punkten xy links und den Zahlen z rechts finden. Dafür will ich nur die Grundidee andeuten, die man recht einfach erklären kann. Nehmen wir dafür das konkrete Beispiel, dass der Punkt links als x-Koordinate die Zahl 4 Elftel hat und als y-Koordinate Pi minus 3. Wir schreiben beide Zahlen in Dezimalschreibweise auf. Und denen ordnen wir dann rechts die Zahl zu, deren Nachkommastellen die sind, die man erhält, wenn man die Nachkommastellen von x und y abwechselnd aufschreibt. Das ist im Wesentlichen schon alles. Man muss jetzt noch ein bisschen technische Feinarbeit leisten, weil manche Zahlen im Dezimalsystem zwei verschiedene Darstellungen haben, aber das überlasse ich Ihnen. In abstrakter Form besagt die Aussage von der letzten Folie, dass für unendliche Kardinalzahlen Lambda immer Lambda mal Lambda gleich Lambda gilt. Wir haben gerade einen speziellen Beweis für den Fall gesehen, dass Lambda die Mächtigkeit der reellen Zahlen ist. Der allgemeine Beweis läuft anders und verwendet Wohlordnung, aber vielleicht glauben Sie das auch so, nachdem Sie die letzte Folie gesehen haben. Nimmt man zu Lambda nun noch eine Kardinalzahl hinzu, die nicht größer als Lambda ist und nicht verschwindet, so erhält man die Ungleichungskette, die man hier sieht. Die blau gefärbte Gleichheit ist die, über die wir gerade gesprochen haben. Alle anderen Abschätzungen sind vergleichsweise offensichtlich und leicht zu beweisen. Weil sowohl links als auch rechts Lambda steht, ist alles gleich. Das führt zu dem überraschenden Ergebnis, dass Addition und Multiplikation in dem Moment trivial werden, in dem mindestens eine unendliche Kardinalzahl ins Spiel kommt. Es kommt dann immer einfach das Maximum der beiden Operanden heraus. Wenn in der Kardinalzahlarithmetik also überhaupt etwas interessant ist, dann kann es nur das Potenzieren sein. Das hat es allerdings wirklich in sich. Wir schauen uns dafür zunächst die Menge der reellen Zahlen, die man traditionell auch Kontinuum nannte, an. Mit Cantors zweitem Diagonalargument kann man zeigen, dass diese Menge eine größere Mächtigkeit als die der natürlichen Zahlen hat, dass sie also überabzählbar ist. Der Satz von Cantor in seiner allgemeinen Form besagt, dass die Menge aller Mengen von natürlichen Zahlen ebenfalls überabzählbar ist. Auf dieser Folie will ich begründen, warum beide Aussagen eng verwandt sind.
Dazu greifen wir uns wieder exemplarisch das Intervall von 0 bis 1 heraus. Und nun machen wir wieder so etwas Ähnliches wie bei den charakteristischen Funktionen. Jede Zahl in diesem Intervall kann man im Binärsystem darstellen und erhält dann eine Folge von Nachkommastellen, die nur aus Nullen und Einsen besteht. Jede dieser Folgen kann man mit einer Menge von natürlichen Zahlen identifizieren, wenn man wieder 1 und 0 als drin und nicht drin interpretiert. Also gibt es genauso viele Zahlen in diesem Intervall, wie es Mengen von natürlichen Zahlen gibt. Auch hier muss man noch ein bisschen Technik investieren, um kleine Lücken zu schließen, aber das ist jedenfalls die wesentliche Idee. Daraus folgt, dass die Mächtigkeit der Menge der reellen Zahlen, für die man auch C wie Kontinuum schreibt, 2 hoch Aleph 0 ist. Zumindest folgt das dann, wenn man sich überzeugt hat, dass alle echten Intervalle von reellen Zahlen, auch die unbeschränkten, dieselbe Mächtigkeit haben. Das habe ich in anderen Videos schon vorgeführt. Und damit kann man eine der berühmtesten Vermutungen der Mathematik mit Hilfe der Kardinalzahlarithmetik formulieren und sie gleichzeitig auf Cantors ursprüngliche Frage zurückführen. Es geht um 2 hoch Aleph 0. Falls Sie sich übrigens wundern, warum auf den folgenden Folien fast nur Potenzen vorkommen, bei denen die Basis 2 ist, das liegt daran, siehe Fußnote, dass für unendliche Exponenten die Basis irrelevant ist, solange sie nicht größer als der Exponent ist. Jedenfalls ist 2 hoch Aleph 0, wie wir inzwischen wissen, eine Kardinalzahl, die größer als Aleph 0 ist. Sie hat also mindestens den Wert Aleph 1. Aber ist diese Potenz genau Aleph 1 oder ist ihr Wert größer? Er hat seine Meinung darüber, was die richtige Antwort ist, mehrfach geändert und glaubte mehrmals, er habe einen Beweis, um dann aber immer wieder festzustellen, dass seine Beweise alle nicht funktionierten. Seine sogenannte Kontinuumshypothese besagt, dass die blau markierte Alternative richtig ist. Wie wir an der vorherigen Folie gesehen haben, kann man sie äquivalent auch so formulieren, dass alle Mengen von reellen Zahlen entweder abzählbar sind oder dieselbe Mächtigkeit wie die Gesamtmenge aller reellen Zahlen haben. Dazwischen gibt es nichts. Etwa 20 Jahre später hielt David Hilbert seinen berühmten Vortrag in Paris, in dem er 23 offene mathematische Fragen vorstellte, die die Mathematiker einen großen Teil des 20. Jahrhunderts beschäftigen sollten. Gleich die erste Frage war die nach der Kontinuumshypothese. Eine Teilantwort gab 1938 der große österreichische Logiker Kurt Gödel, der durch seine Unvollständigkeitssätze auch außerhalb der Mathematik bekannt geworden ist. Er bewies, dass man aus den Axiomen der Mengenlehre nicht folgern kann, dass die Kontinuumshypothese nicht stimmt. Das war sehr wahrscheinlich eine Antwort, die Cantor sich gar nicht hätte vorstellen können. Für Cantor wird es sich bei der Kontinuumshypothese um eine Frage gehandelt haben, die eine definitive Antwort hat. Es war eben nur schwer, die Antwort zu finden. Und auch Gödel hat sich in Bezug auf seinen philosophischen Standpunkt als Platonist geoutet. Das heißt, für ihn waren mathematische Objekte, wie zum Beispiel Mengen, im gewissen Sinne real existent. Daher mussten über sie wahre Aussagen möglich sein. Aus seiner Sicht hatte er lediglich bewiesen, dass die Axiome und Schlussregeln, die wir haben, nicht ausreichen, um aus ihnen alle interessanten Wahrheiten zu folgern. Nach Gödels Resultat wäre es allerdings immer noch möglich gewesen, dass jemand die Hypothese bewiesen hätte, obwohl Gödel das nicht glaubte. Und er sollte Recht behalten. 1963, also fast ein Jahrhundert, nachdem Cantor erstmals über diese Dinge nachgedacht hatte, bewies der junge Amerikaner Paul Cohen, dass man aus den Axiomen der Mengenlehre nicht folgern kann, dass die Kontinuumshypothese stimmt. Damit war endgültig klar, dass die Axiome nicht aussagekräftig genug sind, diese Frage, die Generationen von Mathematikern beschäftigt hatte, zu beantworten. Cohen erhielt dafür die renommierte Fields-Medaille, die als so etwas wie der Nobelpreis der Mathematik gilt. Er ist bis heute der einzige Mensch, der eine Fields-Medaille für Arbeiten aus dem Bereich der Logik und Mengenlehre bekommen hat. Und nebenbei war er wohl recht selbstbewusst. Wenn die Anekdoten stimmen, dann hat er sich als Mitzwanziger bei seinen Professoren nach den größten ungelösten mathematischen Problemen erkundigt und sich dann gegen den allgemeinen Rat an die Lösung der Kontinuumshypothese gemacht, die aufgrund ihres Alters damals den Ruf der Unbezwingbarkeit hatte. Ein wichtiger Teil der Forschung in der Mengenlehre nach Cohen dreht sich um die Frage, was aus den Axiomen folgt und was nicht. Und welche Axiome man gegebenenfalls gefahrlos hinzunehmen könnte und welche Konsequenzen diese hätten. Dafür spielt häufig das Verhalten großer Kardinalzahlen eine Rolle. Ich will Ihnen zum Schluss noch kurz und knapp etwas aus dieser Richtung zeigen, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was Mengentheoretiker so machen. Ein wichtiger Begriff bei der Untersuchung von Kardinalzahlen ist die Kofinalität. Dabei geht es um die Frage, ob man eine unendliche Kardinalzahl als Supremum möglichst weniger, kleinerer Kardinal- oder Ordinalzahlen darstellen kann.
Wenn das nicht geht, wenn man also so eine Zahl Lambda nur als Supremum von Mengen darstellen kann, die selbst Lambda-Elemente haben, dann nennt man sie regulär, anderenfalls singulär. Ein einfaches Beispiel für eine reguläre Kardinalzahl ist Aleph 0. Wäre diese Zahl singulär, dann würde das nach Definition heißen, dass man sie als Supremum von endlich vielen natürlichen Zahlen darstellen könnte. Und dass das nicht geht, ist klar, weil dieses Supremum einfach das Maximum der entsprechenden Zahlen wäre. Hingegen ist Aleph Omega ganz offensichtlich singulär, denn diese Kardinalzahl ist das Supremum der Folge Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2 und so weiter, die aus nur abzählbar vielen Kardinalzahlen besteht. Ferner sind Nachfolgerkardinalzahlen Aleph Alpha plus 1 grundsätzlich immer regulär. Zumindest für Aleph 1 haben Sie den Beweis vielleicht sogar schon gesehen. Das ist nämlich Cantors erstes Diagonalargument, mit dem man unter anderem zeigen kann, dass die Vereinigung von abzählbar vielen abzählbaren Mengen wieder abzählbar ist. Es stellt sich die Frage, ob außer Aleph 0 noch andere Limes-Kardinalzahlen regulär sein können. Solche Zahlen nennt man schwach unerreichbar. Der Begriff wurde übrigens schon 1908 von Felix Hausdorff eingeführt. Inzwischen weiß man, dass man in ZFC nicht beweisen kann, dass es solche Zahlen überhaupt gibt. Ein Axiom, das die Existenz solcher Zahlen postuliert, wäre also ein Beispiel für eines der vorhin erwähnten neuen Axiome. Ich habe die Begriffe aber hauptsächlich deshalb eingeführt, um den Satz von Easton formulieren zu können, der so etwas wie die größtmögliche Steigerung des Resultats von Cohen ist. Cohen hatte für seinen Beweis eine völlig neue Technik entwickelt, die er Forcing getauft hatte. In den Jahren darauf wurde diese Technik von vielen anderen Mathematikern verwendet, um weitere Unabhängigkeitsresultate zu beweisen. Der Satz von Easton von 1970 ist eines von ihnen. Hier habe ich zwei Sätze der Kardinalzahlarithmetik aufgeschrieben. Erstens ist die kardinale Exponentialfunktion zur Basis 2 monoton steigend. Und zweitens ist jede unendliche Kardinalzahl kleiner als die Kofinalität der Mächtigkeit ihrer Potenzmenge. Beides sind vergleichsweise einfache Resultate, wobei das zweite eine Folgerung eines Theorems des ungarischen Mathematikers Julius König von 1905 ist. Interessant sind diese Aussagen in unserem Zusammenhang deshalb, weil sie das einzige sind, was man in ZFC überhaupt über die Potenzmengen von regulären Kardinalzahlen aussagen kann. Easton hat bewiesen, dass man sich die Werte 2 hoch Kappa abgesehen davon beliebig aussuchen kann, solange Kappa regulär ist. Insbesondere heißt das, dass im Rahmen der Zermelo-Fraenkel-Axiome jeder Wert für die Mächtigkeit des Kontinuums möglich ist, dessen Kofinalität nicht gerade Aleph 0 ist. Es ist also kein Wunder, wenn die Mengentheoretiker der Meinung sind, dass weitere Axiome nötig sind. Nur konnte man sich bisher auf keine einigen, die erstens intuitiv richtig zu sein scheinen und deren Konsequenzen zweitens im gewissen Sinne die gewünschten sind. Nach dem sehr weitreichenden Ergebnis von Easton bleibt natürlich noch die Frage, was mit den singulären Kardinalzahlen ist, über die Eastons Satz ja nichts aussagt. Ich habe hier die sogenannte allgemeine Kontinuumshypothese aufgeschrieben, die besagt, dass jede Potenzmenge als Mächtigkeit einfach die kleinstmögliche hat. Die spezielle Kontinuumshypothese erhält man aus dieser, indem man für Alpha nur den Wert 0 zulässt. Eastons Satz besagt unter anderem, dass jede reguläre Kardinalzahl die kleinste sein kann, die die allgemeine Kontinuumshypothese verletzt. Allerdings nur die kleinste reguläre. Es würde diesem Satz nicht widersprechen, wenn die kleinste Kardinalzahl, für die die allgemeine Kontinuumshypothese nicht gilt, singulär wäre. 1970 zeigte dann aber der Amerikaner Jack Silver, dass so eine Kardinalzahl, wenn es sie gibt, keine überabzählbare Kofinalität haben kann. Für solche singulären Kardinalzahlen ist nämlich die Kardinalität der Potenzmenge bereits festgelegt, wenn unterhalb von ihnen die allgemeine Kontinuumshypothese gilt. Das war zu dem Zeitpunkt überraschend, weil die meisten Mengentheoretiker, auch Silver selbst, bis dahin davon ausgegangen waren, dass man eine ähnliche Aussage wie den Satz von Easton auch für singuläre Kardinalzahlen würde beweisen können. Offen war nun nur noch die Frage, wie es um singuläre Kardinalzahlen mit abzählbarer Kofinalität steht. Und es dauerte noch einmal fast 20 Jahre, bis sich auf diesem Sektor wieder etwas Neues ergab. Der bekannte israelische Mathematiker Saharon Shelach entwickelte eine völlig neue Theorie, die er PCF-Theorie für Possible Cofinalities taufte. Und mit der konnte er unter anderem zeigen, dass es auch für eine Zahl wie Aleph Omega gewisse Einschränkungen gibt, wenn unterhalb von dieser Zahl die allgemeine Kontinuumshypothese gilt. Auch das war ein Ergebnis, das ziemlich überraschend war. Und es wirft sofort neue Fragen auf. In Shelachs Aussage kommt seltsamerweise die Zahl 4 vor. Kann man diese Schranke noch verbessern, indem man die 4 durch eine kleinere Zahl ersetzt, idealerweise durch 1? Das ist bis dato eine ungelöste Frage. Und vielleicht ein guter Schlusspunkt für dieses Video.
Wie üblich nerv ich Sie jedoch am Ende noch damit, dass Sie lieber Bücher lesen sollten, statt sich Videos anzuschauen. Darum folgen jetzt ein paar Empfehlungen für die, die die Themen dieses Videos vertiefen wollen. Da Mengenlehre mal mein Forschungsthema war und immer noch eines meiner Steckenpferde ist, muss ich natürlich zwangsläufig auf das Buch Introduction to Cardinal Arithmetic hinweisen. Ich bin ja einer der Autoren. Aber unabhängig davon glaube ich, dass dieses Buch, obwohl es schon über 20 Jahre alt ist, immer noch die umfassendste Einführung in die Resultate der Kardinalzahlarithmetik ist, die man innerhalb von ZFC beweisen kann. Das Buch umfasst knapp 300 Seiten und der größte Teil dessen, was in diesem Video vorkommt, wird auf den ersten etwa 50 Seiten behandelt. Aber auch die vergleichsweise aktuelle PCF-Theorie von Schillach wird vorgestellt. Ich will Sie nicht dazu verleiten, dieses leider recht teure Buch zu kaufen, aber wenn Sie Mathe studieren, haben Sie ja Zugriff auf eine Bibliothek, in der man das Buch vielleicht in Papierform ausleihen und mit ziemlicher Sicherheit als PDF kostenlos herunterladen kann. Was in unserem Buch fehlt, sind Unabhängigkeitsbeweise. Dafür scheint mir die beste Einführung das Buch Forcing von Dirk Hoffmann zu sein. Ich habe es zu Hause liegen, bin aber noch nicht dazu gekommen, es von vorne bis hinten durchzuarbeiten. Da ich es aber quer gelesen habe und andere Bücher von Hoffmann kenne, die nach meiner Meinung alle didaktisch hervorragend sind, kann ich es, glaube ich, guten Gewissens empfehlen. Wenn Sie erst einmal eine gründliche Einführung in die Mengenlehre haben wollen, dann gibt es sehr viel Auswahl. Ich könnte nicht sagen, welche die beste ist, das ist ja auch immer subjektiv. Aber ich kann sagen, dass die hier gezeigte von Oliver Deiser sicher eine gute ist. Und auf jeden Fall hat sie den Vorteil, dass sie inzwischen über das Internet frei zugänglich ist, siehe die URL unten. Sie müssen also kein Geld ausgeben und können selbst entscheiden, ob das etwas für Sie ist. Und wenn Sie richtig tief in die Materie einsteigen wollen, dann ist das Buch Set Theory des tschechischen Mathematikers Thomas Jech wohl immer noch das Standardwerk, an dem man nicht vorbeikommt. Auf 750 Seiten bekommt man einen Überblick über so ziemlich alles, was in den etwa 130 Jahren seit den ersten Anfängen Cantors in der Mengenlehre erforscht und herausgefunden wurde. Das Buch ist teilweise arg knapp und setzt mündige und mitdenkende Leserinnen voraus. Ein besseres Nachschlagewerk wird man trotzdem wohl nicht finden. Regelmäßige Zuschauer wissen aber inzwischen, dass meine Videos nur Teil einer Verschwörung sind, die sie dazu bringen soll, meine Bücher zu lesen. Darum weise ich zum Schluss noch einmal auf mein letztes Buch hin. Abgesehen von einer kurzen historischen Anmerkung kommen Mengen da gar nicht vor und Kardinalzahlen erst recht nicht. Aber vielleicht haben Sie davon nach diesem Video auch erst einmal die Nase voll und brauchen etwas leichtere Lektüre. Dann wäre Pi und die Primzahlen vielleicht das Richtige. Das nächste Buch kommt dann voraussichtlich 2023.